Hallo ihr Lieben, ich grüße euch, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich starte diese neue Woche und ich habe das Thema heute mal überschrieben. Ich soll etwa ein Priester sein? Wir lesen Folgendes im zweiten Petrusbrief, im ersten Petrusbrief, Entschuldigung, Kapitel 2, Vers 9. Ihr aber seid das auserwählte Gottesvolk, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkünden sollt, die Wohltaten dessen, nämlich Gottes. Nun, das klingt ja ein bisschen komisch, auch in unserer heutigen Zeit, wenn man dann davon spricht, ein auserwähltes heiliges Volk oder eine königliche Priesterschaft, da fragt man sich schon, na, was soll denn das sein? Man muss da hineinschauen, natürlich ins Alte Testament, wo von Priestern gesprochen wird, aus dem Stamm Levi kamen dann die Leviten letztendlich, die da entsprechend dazu auserkoren waren, eben Gott zu dienen und ihren Priesterdienst zu tun. Ein Priester war letztendlich wie ein Mittler zwischen Mensch und Gott. Der stand irgendwie dazwischen und hat dann durch Opfer und durch Lobpreis, durch Anbetung und all diese Dinge letztendlich diesen Kontakt zu Gott nicht nur hergestellt, sondern war eben entsprechend der Mittler. Wir nun brauchen diesen Priester oder diesen Dienst der Priester in dem Sinn nicht mehr, weil wir durch Jesus Christus alle hineingenommen sind, in dieser Beziehung, in dieser Gemeinschaft mit Gott zu leben und eben auch entsprechend in diesen Dienst zu stehen, nämlich als Mittler. Was heißt das nun konkret für uns? Das eine ist eben das Schöne, okay, wir alle sind eingeladen, in dieser Gemeinschaft mit Gott zu leben. Wir müssen nicht mehr opfern in dieser Form und all diese Dinge tun, weil das hat ja Jesus Christus für uns getan. Wir sind frei. Jetzt aber kommt dennoch eine ganz wichtige und ganz entscheidende Aufgabe auf uns zu, nämlich ein Mittler zu sein. Jesus ist der Mittler zwischen uns und Gott. Er hat uns frei gemacht. Nun, wir müssen nicht büßen für andere Menschen, aber wir sollen gleichgestaltet werden Christi. Das heißt, wir sollen auch in diesen Dienst treten. Das bedeutet, ich fange an zu beten für Menschen, die Gott nicht kennen. Ich fange an, mich für die zu verwenden, mich da hineinzugeben. Die Bibel spricht da in den Riss treten für die, die eben keinen Zugang zu Gott haben, die vielleicht noch nicht mal was von ihm wissen wollen. Oder andere, die etwas von ihm wissen wollen, aber nicht so richtig wissen, wie ist denn Gott? Und ich erzähle es ihnen. Ich tue diesen Dienst, indem ich verkündige, indem ich Zeugnis gebe. Ein Riss treten war früher, wenn eine Mauer zerstört wurde, eine Stadtmauer, und da war dann ein Riss drin, wo der Feind hätte eindringen können. Da hat sich jemand in den Riss gestellt, also in diese Lücke Soldaten. Und genau das ist dieser Begriff oder dieses, was da gemeint ist. Wir stellen uns in diese Lücke, die offen ist. Und wir stellen uns da rein. Und die Aufgabe, die wir haben, also ein königliches Priestertum, ist eben auf den König hinweisen. Und das hat eine besondere Stellung, nämlich wir sind nicht irgendjemand, nein, ein königliches Priestertum bedeutet, wir haben etwas in uns, nämlich wie es auch beim Adel ist, die haben ja blaues Blut, nun haben wir nicht blaues Blut, aber es fließt die Gnade Gottes durch uns, weil wir eben durch Jesus Christus Vergebung und Rettung empfangen haben. Und da dürfen wir das weitergeben, auch in diesem Stand, nämlich zu beten im Namen Jesu, nicht nur irgendwie als eine Formel, sondern wirklich als das, was es ist, nämlich unsere tiefe Glaubensüberzeugung und er kennt uns. Und das ist ja dieser große Unterschied, als in der Apostelgeschichte da ein paar tolle Leute auf die Idee kommen, Mensch, was der Paulus und so, was die da machen, das ist ja toll, das wollen wir auch machen. Da gehen wir mal hin, suchen dann einen, der vom Dämon besessen ist und sagen in dem Namen Jesus, der da von Paulus verkündigt wird, da wollen wir mal dich austreiben. Und dann sagt der Dämon zu ihnen, ja, den kenne ich ja. Und Barnabas oder Silas, die kenne ich. Aber wer seid denn ihr? Und hier sehen wir, es geht nicht darum, irgendetwas Frommes zu zitieren, irgendwie auf ja zauberhafte Weise die Worte richtig zu formulieren, sondern es geht um das, was in uns lebt. Ein königliches Priestertum. Nur weil ich mich König nenne, bin ich ja kein König. Nein, aber wir wissen darum, es gibt eben auch heute noch Könige oder eben Prinzen, die eben da in dieser Blutlinie des Adels stehen. Und genau das ist das Bild, was die Bibel meint. Nicht, weil ich mich so nenne, sondern weil etwas in mir ist, nämlich der lebendige Gott durch seinen Heiligen Geist. Und so sind wir gerufen, also ein königliches Priestertum in den Riss zu treten für Menschen, die
verloren gehen, für Menschen, die Gott nicht kennen, für sie zu beten, für sie einzutreten und ihnen ein Zeugnis zu sein, etwas vorzuleben und letztendlich auch zu verkünden, als ein heiliges, königliches Priestertum, nämlich von Gott, unserem Vater im Himmel, der Menschen liebt und der ihnen begegnen möchte. Das wünsche ich uns auch in diese Woche hinein, dass wir darin gegründet sind und dass wir unseren Auftrag wahrnehmen als ein königliches Priestertum. Gott segne euch. Wir sehen uns morgen gerne wieder.